Der Zweckverband Jena Wasser baut im Rautal einen neuen Trinkwasserhochbehälter. Vor der Inbetriebnahme Anfang März erinnerte Stadtwerke-Betriebsingenieur Christoph Wittig heute daran, dass dadurch in einigen Jenaer Gebieten der Wasserdruck steigt. Davon ist zum einen Kunitz betroffen, wo sich der Wasserdruck um etwa 1,1 Bar erhöht. In den blau umrandeten Gebieten, also im Stadtzentrum, in Jena Nord und in Jena Ost, wird der Wasserdruck um etwa 3 Bar steigen. Damit die Wasseranlagen in den betroffenen Häusern nicht beschädigt werden, sollte ein funktionierendes Druckminderventil vorhanden sein. Dafür sind die Hauseigentümer verantwortlich. Zurzeit haben wir dort in einem großen Bereich einen Wasserdruck von ca. 4,5 Bar etwa. Und der erhöht sich also um 3 Bar, also auf bis zu 7,5 Bar, kann das, also fast 8 Bar kann das sein. Und da muss ich schon gucken. Da empfiehlt also das technische Regelwerk, dass in den Gebäuden ein sogenannter Hausdruckminderer vorhanden sein muss bzw. zu installieren ist. Der Zweckverband Jena Wasser hat die Hauseigentümer bereits im Juli 2021 angeschrieben und Mitte Januar noch einmal an eine Überprüfung der Anlagen erinnert. Insgesamt sind mehr als 2000 Grundstücke betroffen. Interessierte können unter jenawasser.de/Netzumstellung eine Übersicht der Gebiete einsehen und auch grundstücksgenaue Informationen zur Änderung des Wasserdrucks abrufen. Die Bauarbeiten am neuen Hochbehälter Rautal haben im Mai 2020 begonnen. Eigentlich hätten die Arbeiten schon Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein sollen, aufgrund starker Regenfälle musste die Baustelle aber im Herbst stillgelegt werden. So sollte eine Verunreinigung des Wasserspeichers mit Schlamm und Schmutz verhindert werden. Mit einem Fassungsvermögen von rund 6000 Kubikmetern wird der Hochbehälter der zweitgrößte Wasserspeicher in Jena sein, nach dem Hochbehälter Trackendorf mit 10.000 Kubikmetern. Jena Wasser investiert rund 6,3 Millionen Euro in die Anlage. Der alte Behälter, der sogenannte Hochbehälter Landgrafen, der Hochbehälter Rautal ersetzt also den Hochbehälter Landgrafen. Der ist also zu klein, der hat nur 1000 Kubikmeter Speichervolumen. Ne? Und dementsprechend ist auch schon über 120 Jahre alt. Ne? Das heißt, man hätte dort, es hätte sich gar nicht gelohnt, dann nochmal zu investieren an der Stelle. Nicht nur, weil es eben so alt war, sondern weil der Behälter eben auch die heutigen Anforderungen ganz einfach nicht mehr erfüllt hätte. Der Hochbehälterbau ist eine zentrale Maßnahme im Wasserversorgungskonzept 2040 für Jena und die Region. Das Wasser für den neuen Speicher stammt ausschließlich aus dem Wasserwerk Burgau, das sich aus den eigenen Tiefbrunnen von Jena Wasser speist. Während sich technisch also einiges ändert, soll sich an der Wasserqualität nichts ändern. Hauseigentümer haben jetzt noch etwas mehr als einen Monat Zeit, um ihre Anlagen fachmännisch überprüfen und gegebenenfalls nachrüsten zu lassen.